Es ist schon komisch, aber hast du ihm zugehört? Hat er was erklären können dazu? Nee. Nö, er hat die Biege gemacht. Ja. Wahrscheinlich hat er mit der noch schon geknattert. Aber Maus, jetzt sei mal ein bisschen realistisch. Ihr macht einen schönen Abend, das weiß er ja. Das war ja nicht spontan. Ja, und dann bestellt er sich, wenn ihr zu ihm geht, dann eine Alte hin. Das macht auch keinen Sinn. Ja, weißt du, als wenn der von den ganzen Sportchecks schon Panne im Kopf geworden. Ach, Quatsch, Quatsch. Trotzdem. Das macht doch kein normaler Mann. Der betrügt mich. Ich glaube, der. Oh Gott. Ey, komm. Wenn man vom Teufel spricht. Lass ihn kurz rein. Guck mal, wie der klebt. Das ist doch furchtbar. Das kreuzt einfach meine Arbeit auf. Ja, weil er dich liebt, weil er dir zuhören will. Ich arbeite hier, der hat dir nichts zu suchen. Mann, komm, ich mach kurz auf, hörst ihm eine Minute zu, dann kannst du mal noch rausschmeißen. Ja, mal schauen, ich muss sie eh löschen, ich hab keine Zeit. Ja, komm. Ja. Du siehst nicht gut drauf. Sei danke, lieb zu danke, ihr. Christian. Ja, mach. Komm. Hey. Lieb zu ihr. Ja, hör ihm zu. Na, wo ist die? Ist die hier irgendwo? Hm? Hey, jetzt. Es tut mir leid. Tut dir leid. Ich respektiere, dass du deinen Abstand brauchst. Mhm. Aber bitte gib mir die Chance, bitte gib mir die Chance, dir alles zu erklären, okay? Gott, Mann. Hey. Ich habe so gar keinen Bock. Kannst du mich nicht einfach mal lassen? Mann, fass mich nicht an. Nee. Ich habe niemand mehr geliebt als du. Unsere Zeit, die wir verbracht haben, ist die beste meines Lebens. Und ich habe keinen Bock, dir wegzuwerfen, weil irgend so eine Schlampe bei uns einbricht und da rumliegt. Ich wusste davon nichts. Das ist überhaupt nicht wert. Das, was wir haben, ist einmalig. Und die Leidenschaft habe ich, ich weiß nicht. Einmalige Story. Hey, komm, weißt du was? Was hältst du von einem Spaziergang? Und ich kann dir alles in Ruhe erklären. Wir sind lockerer drauf. Boah, ey, ich hab dir auch gesagt, ich brauch Abstand. Das klebst du, das kommst du auf meine Arbeit gemacht. Gib mir eine Minute. Eine Minute. Draußen an der frischen Luft. Eine. Ich stopp die Zeit. Es gibt bestimmte Psychospielchen, die spielen wir Menschen gerne in Beziehungen. Das eine ist, Prinzessin, rühr mich nicht an, du musst mich wiedererobern. Und das andere ist, ah, ich möchte aber gar keinen Stress mit dir und deswegen sage ich lieber nicht, worum es geht und erzähl dir noch eine Geschichte. Eine erwachsene Beziehung funktioniert, indem man sich aufrichtig über das unterhält, was stimmt und nicht aus Angst Dinge verheimlicht, denn das führt ohnehin in die Katastrophe. Meine Güte, die beiden. Also man sieht echt, dass sie sich lieben und dass sie zusammengehören. Aber wenn Moritz Sina noch mal wehtut, dann hat er echt ein Problem mit mir. Das habe ich ihm gesagt und das habe ich auch wirklich ernst gemeint. Ich weiß, dass mir gestern sah echt scheiße aus, aber hey, sie kennt mich aus der Bar. Und irgendwie, na super. Deswegen haben wir die jetzt schon so oft gesehen. Schon das zweite Mal. Wie kommt die in dein Bett rein? Keine Ahnung, sie steht auf mich, will mich irgendwie klar machen und dachte, es wäre eine coole Aktion. Ja, aber wie kommt die denn in dein Bett? Sie hat mich bestimmt verfolgt. Nach der Arbeit einfach mit hinterhergelaufen. Ich bin hochgegangen und immer, wenn ich hochgehe, habe ich unter der Matratze den Schlüssel. Unter der Fußmatte? Ja. Wie kann man denn so blöd sein? Was kann ich da? Da muss ich ja jetzt in Zukunft immer damit rechnen, dass irgendwelche Tussis sind. Warum? Das sind Teenies. Die Pubertät, du weißt, wo man ist. Man will irgendjemand, die wollten mich beeindrucken, dachten, wenn die so eine Aktion machen, dass ich das toll finde. Ich hoffe, wir haben jetzt geschnallt, dass du eine Freundin hast. Beziehungsweise hattest. Weiß ja nicht, was das hier jetzt gibt. So. Hey. Ich kann mir einfach nicht mehr vertrauen, dass so viel Scheiße passiert. Sina, ich liebe dich. Und ich würde dich niemals betrügen. Ich will mein Leben mit dir verbringen. Du bist das Beste, was ich habe. Verheimlichst mir doch irgendwas. Verheimlich dir nichts. Spür das doch. Nein. Blöd. Sina. Ich gehe jetzt wieder. Warte, warte, warte. Gib mir eine Sekunde. Eins. Guck her. Was machst du denn? Sina. Willst du mich heiraten? Gott. Du bist die größte Liebe, die ich habe. Und mein Leben mit dir verbringen. Ach du Schreck. Der eigentlich schönste Moment für Sina wird jetzt ein bisschen zum Albtraum, einfach deswegen, weil der Moment falsch gewählt ist. Das wirkt wie Erpressung, weil es nicht aus offenem Herzen, sondern aus einer Notsituation heraus passiert. Bitte bleib bei mir ist der Untertitel, egal was ich gemacht habe. Oh, Schatzi. Was ist denn? Ich liebe dich auch, das ist echt krass, ja, aber... Ich kann das Vertrauen einfach kaputt, weil ich... Damit will ich dich heiraten. Damit will ich unser Vertrauen aufbauen. Ich will dir beweisen, ich würde dich nicht betrügen. Ja, aber ich will die Ehe nicht benutzen, um was zu... Ich will alles schön machen. Du willst eine größere Wohnung, alles. Ich will alles mit dir teilen. Ja, ich will dich auch heiraten. Ich will niemand anderen, ohne dich kann ich dich nicht lieben. Ich kann dir nicht vertrauen zur Zeit. Und das ist für mich keine Basis für eine Ehe. Bitte gib mir da noch was Zeit, ja? Ich will diesen ganzen Scheiß erstmal vergessen. Ich will das nie wieder erleben. Ich will das verarbeiten und das Vertrauen wieder aufbauen. Und dann würde ich gerne ja sagen, aber nicht unter diesen Umständen.
Pass auf, ich hole gerade. Ich verstehe dich. Aber Chrissy hat gesagt, sie kann den Laden einzeln. Bitte denk drüber nach. Es ist ein Riesen. Ja, das bedeutet bitte, mir viel. Da die Zeit. Das ja, bedeutet das ist mir echt viel. Eine krasse Sache. Das ist was für uns. Schatz, ich hole meine Taschen, dann gehen wir heim, ja? Okay. Ich gehe schnell. Ich liebe Moritz, ja, und ich würde nichts lieber tun, als ihn zu heiraten. Aber ich muss ihn im Auge behalten, bis ich weiß, was der mir verschweigt. Ich weiß, ich war nicht ganz ehrlich zu ihr, aber ich will sie nicht verlieren. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Der nächste Tag. Sina hat Moritz noch eine Chance gegeben. Sie bleibt aber misstrauisch. Ich schwör's dir, wenn er mit irgendeiner Alten am Rummachen ist, kann er sich seinen Ring sowas von in den Arsch reinschieben. Ja, jetzt setz dich mal und entspann dich. Ich schiebe ihn rein, höchstpersönlich. Ja. Hallo. Hi. Was kann ich für euch beiden tun? Warte mal, du, jetzt fragst du ihn einfach mal. Das ist nämlich sein Chef, ne? Weißt du, ich gehe auf Klo und dann fahr mal runter. Ja. Wo ist Moritz? Den habe ich eben zum Getränkegroßmarkt geschickt. Der muss noch Getränke besorgen. Hä, ich dachte, er ist Barkeeper. Das gehört auch zu seinem Aufgabenbereich. Hallo? Na gut, das dauert ja nicht lang. Dann wartest du lang. Wir nehmen dann irgendwas mit viel Alkohol, Cosmopolitan oder so. Yeah! Zeig's mir mal. Deinem Body und deinem strammen Arsch. Und was hast du noch auf Lager? Hey. Lecker. Ey, stopp mal. Was machst du da? Was machst du denn da? Max, wo willst du hin? Was machst du hier? Warte kurz, ich hab. Was du hast? Du strippst? Ja. Du strippst? Für die da? Ja. Aber ich hab den gebucht, dann ist der privat. Herzlichen Glückwunsch dazu, dass die hat dich gebucht. Ja, natürlich. Ja, wie die hat dich gebucht? Warte kurz, ich muss ein sein. Sag mal. Hey. Was ist denn das? Ich kann dir alles erklären, bitte. Ja, erklär mal. Bitte. Erzähl mal. Aber der Großmarkt ist doch direkt um die Ecke. Wieso kann das dann so lange dauern? Ja, pass auf. Der muss. Gerne. Ja. Der muss. Du, das macht für euch 3,50. Ja. Hallo. Okay. 5 Euro, stimmt. Ich bin gleich wieder bei dir. Stimmt so. Besten Dank. Jo, besuchen Sie uns bald wieder. Ja, sehr gerne. Komm. Also, was muss der? Der muss zum Getränke-Großmarkt. Okay. Und das sind Spezialgetränke. Dann tschüss, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Der muss, das sind noch Spezialgetränke, die er da besorgen muss, für Cocktails zu mischen. Spezialgetränke? Ja. Und das kann dauern, weil der soll die danach direkt ins Lager bringen und wegsortieren. Aha. Nach Farben oder was? Ja, mal. Mann, der geht doch nicht auf sein scheiß Handy. Ich habe schon den ganzen Tag versucht, ihn anzurufen. Hat er da keinen Empfang oder was? Ist das in Timbuktu oder was? Jetzt hat sie erstmal zwei Drinks. Also, ich habe Geldschulden. Und ich möchte es einfach irgendwie loswerden. Und es gibt hiermit viel Geld. Los, damit! Du denkst, dass das hier mit ein bisschen Schlagsahne ist die Lösung hier auf deinem Schlagsahne ist doch egal. Es gibt, es gibt viel Geld hier. Damit kann ich uns, Sina und mir, eine größere Wohnung holen. Ach, apropos Sina, die sitzt da oben. Oh mein Gott, wirklich? Ja, die wartet gerade auf dich eigentlich. Bitte sag ihr nicht. Ich werde dir das gleich sagen. Nein, bitte bleib hier. Nein, ich sag ihr das. Hör mir zu. Hallo? Ich mach das nur noch eine kurze Zeit. Ach, scheiße. Fällt mir gerade ein. Du. Ich habe dem noch erlaubt, heute Nachmittag frei zu machen, weil ich ihn hier in der Bahn nicht brauche. Der sollte die Getränke besorgen, ins Lager räumen und dann soll er sich einen schönen Nachmittag machen. Das fällt dir jetzt erst ein. Sorry. Tut mir leid. Bitte. Ja, also pass auf, ein bisschen kann ich dich verstehen, ja? Sie ist ja nun mal auch ein bisschen. Du kennst mich. Ja. Du weißt, dass ich sie liebe. Ich bin noch nie fremd gegangen. Ja. Es ist nur die Situation. Bitte, bitte, lass mich nicht dumm dastehen. Ich kann das alleine. Ich lüge jetzt noch mal für dich, das ist dir klar, ja? Das ist dir bewusst. Ey, das ist das letzte Mal. Bitte geh hoch und sag, dass du nichts. Du hast noch nichts gesehen, einfach, okay? Und Oma werde ich es dir erklären. Bitte. Das ist bitte. Aber das letzte Mal. Und du klärst das auf. Sie ist auch meine beste Freundin und ich liebe sie auch. Dann müsst ihr doch das Beste für uns wollen. Ja, natürlich will ich das Beste für euch, Mann. Aber du klärst das bitte auf. Bitte sei ehrlich zu ihr. Ja. Mach ich. Ja, ich gehe jetzt wieder hoch, Mann. Oh mein Gott, was war das denn gerade für eine schräge Nummer? Aber
Ich will jetzt auch keinen Fass aufmachen, weil er hat schließlich gesagt, dass er das nur für sie macht, dass er sie über alles liebt. Und ich glaube, es ist besser, wenn die das unter sich klären. Ja. Aber warum ruft er mich da nicht an? Das hätte er mir doch erzählt. Wollen wir uns losmachen langsam? Ich hab grad Cocktails bestellt. Ja, du, hier ist langweilig und ich habe jetzt auch keine Lust mehr hier zu sein. Ja, ich wollte auf Moritz warten. Und ja, dann des Hauses. Ja, siehst du, trink einen Schluck und jetzt zack, zack. Können wir noch was essen gehen? Mann, ja. Ich muss mich immer nach dir richten. Jetzt können wir auch mal was machen, was ich möchte. So, los. Du rufst mich an, wenn der hier aufkreuzt. Das zahlt Moritz im Butter. Du sollst den Mann in Ruhe lassen. Jetzt komm. Tschüss. Ciao. Das ist doch schon wieder total merkwürdig. Oder werde ich langsam paranoid? Wo ist Moritz und warum geht er nicht an sein scheiß Handy ran? Nachts. Sina hat immer wieder versucht, Moritz zu erreichen. Die 20-Jährige will nur noch eins. Endlich die Wahrheit wissen. Wo kommst denn du her? Hast du auf die Uhr geguckt? Ja klar, weil ich weiß, wie spät es ist. Hast du dich irgendwie im Getränkelager verirrt oder was ist los? Ich dachte, du wolltest nur Getränke einkaufen. Frag doch mal erst mal, wo ich herkomme. Ich komme gerade von Arbeit. Ja, ich war heute auf deiner Arbeit und dein Chef meinte, du musst nur mal ein paar Getränke einkaufen. Ja. Du bist gar nicht eingeteilt für die Bar. Er hat mich nochmal angerufen. Da hat er gesagt, es ist voll, ob ich nochmal kommen kann. Dann bin ich komm. Hat der Typ seine Wechseljahre? Kann er sich nicht entscheiden oder was? Er verarscht mich doch so alle. So in der Gastronomie. Manchmal gibt es gute Tage und schlechte Tage. Und auf einmal fühlt sich der an. Und warum gehst du nicht an dein scheiß Handy? Ich hab dich bestimmt 1000 Mal angerufen. Wie du siehst, ist mein Akku leer. Der Akku ist leer. Du nimmst sonst jedes Mal ein Ladekabel mit auf die Arbeit und heute nicht. Ja, ich hab's im Auto vergessen. Da war ich auf Arbeit. Was soll ich machen? Rausgehen? Wen willst du eigentlich verarschen? Glaubst du, dass ich schlafen konnte? Ha? Seit Stunden sitze ich hier. Kann ich pennen? Ich muss morgens gut aussehen. Ich bin Kosmetikerin. Glaubst du, mit solchen Tränensäcken wollen meine Kunden noch, dass ich die behandle? Du warst heute schon mal bei mir. Auf Arbeit, oder? Ja, natürlich. Ja, warum sagst du nicht Bescheid vorher? Ja, ich kann nur, wo man spontan vorbeikommt, gucken, was mein Freund so treibt. So wohl mein gutes Recht, oder? Sag doch einfach Bescheid. Warum? Ob du mich verfolgst oder irgendwas? Was wir verfolgen, ja? Ich darf wissen, was du machst. Ich arbeite. Jeder Freund weiß, wo ich arbeite. Ja, vielleicht wollte ich Cocktails trinken, ja. Und Chrissy wollte auch mal wieder was trinken. Ja, da darf ich aber mal gucken, was mein Freund macht. Ja, und so hast du gesehen, dass ich nicht da war, weil du nicht Bescheid gesagt hast. Ja, aber du kannst doch mal an dein scheiß Handy drangehen, Mann. Ich hab 1000 Mal angerufen. Ey, ich hab mich hier super gefühlt, hä? Ich komm gerade von einer harten Schicht. Komm hier rein, wollte einfach nur pennen neben dir und du blaberst. Ich wollte auch schlafen. Ich will seit Stunden schon schlafen. Ich muss morgen gut aussehen. Okay, ich muss morgen früh aufstehen. Ich habe so eine Fresse, ja? Was sieht man mir an, weißt ja? Weißt du was? Glaubst du ernsthaft, irgendjemand wird sich beauty-mäßig behandeln lassen? Ich ja, verpiss dich wieder, das kannst du am besten. Kommst gleich so. Ja, komm, wiedersehen. Ja, geh ich auch. Hm. Mach's Licht aus Tür zu. Mach doch selber. Ich habe heute gefühlt für 2000 Frauen die Hüften geschwungen. Da habe ich keine Energie mehr, zu Hause so angekackt zu werden. Ich höre immer nur bla 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 bla. Alles Ausreden. Moritz belügt mich und ich werde rausfinden, was der da treibt. Ich spüre das aus dem Busch.